Ja, hallo, Neubert am Apparat von Geld.de. Könnte ich mit Herrn Sukor Dimitri sprechen? Ja, einen kleinen Moment bitte. Dimitri, Telefon. Schukow, guten Tag. Ja, guten Tag, Herr Schukow. Sie waren bei mir im Internet bei Gewinnspielen, haben Sie mitgemacht. Das Können kann Sie sich noch sein, erinnern? das kann sein. Wir haben Ganz eine genau. dicke Party gemacht und dann haben wir uns überall angemeldet. Wir Ohne Schukow. haben sogar Schuhkatalog für Frauen bekommen nach Hause, blöd. Ehrlich, also für Frauen. Ja, wir haben überall mitgemacht. Also Pornoseiten, Kircheseiten, Gewinnspielen, Lotto, alles gemacht. Und vielleicht, sag mir, habe ich was gewonnen? Also, Sie waren hier im Internet und da haben Sie eingetragen, dass Sie eine Rechtsschutzversicherung brauchen, Herr Schukow. Ja, das Bei wäre mir. sehr gut. Das wäre sehr Aber gut. Sagen Sie mir, was wäre da interessant für Sie? das gehört tatsächlich zu den Sachen, die könnte ich wirklich gut gebrauchen, weil ich habe businessbezogen viel Kontakt mit Palizia und da ist immer gut, wenn man hat einen in der Hinterhand, einen guten Anwalt. Ganz genau, aber Sie wissen, beim Rechtsschutz alles, was vor dem Abschluss war, wird nicht übernommen. Dann muss ich ein paar Sachen vordatieren lassen, aber das wird nicht das Problem sein. Nee, das ist kein Problem. Sagen Sie mir, welche Bereiche würden da für Sie interessant? Strafrecht. Strafrecht, das ist im privaten Bereich. Ja, Das werde ich hier mal bemerken. Sagen Sie und mir andere Versicherungen, Hausrat, private Haftpflicht, haben Sie da was? manchmal ist auch gewerblich, weil wir Inkasso machen. Sie machen Inkasso. Da. Und dann ist manchmal auch auf Business Level Problematik. Das ist dann ja nicht mehr privaten Level. Das ist nicht mehr privat. Und Herr Schuko, wie geht die Arbeit bei Inkasso? Geht es gut oder? Es gibt sehr viel zu tun, sagen wir so. Menschen wollen nicht geben, aber man muss sie nur freundlich überzeugen. Dann plötzlich haben sie all das Geld, das jemand anderes hätte lange bekommen müssen. Also man muss sie nur freundlich überzeugen. Man muss sie nur freundlich überzeugen, so wie sie machen bei Telefon. Ganz genau. Herr Suko, da haben Sie vollkommen recht, weil ich habe auch einen Cousin, der macht auch Inkasso. Na, Aber wie? die Arbeit geht schon. Ja, es Gute gibt Leute. sehr gut. Es gibt viel zu tun in den Branchen. Viel Business. In der viel Business. Ganz Viel genau, weil jeder ist Business. was schuldig heutzutage. Richtig, richtig. So ist das. Und darum gibt es ja zum Glück dann Menschen wie den Cousin und wie Dimitri, die werden sich kümmern. Ganz genau, Herr Suko. Und wenn Ich dann werde mal das hier mal wieder weiterleiten. ein Schuldner sagt, ich habe ihn bedroht, dann kann ich meinen Rechtsschutz anrufen. Ganz genau. Und Und sagen Sie, haben den drohen Sie ein bisschen ab und zu. Nein, die behaupten immer, wenn ich sage, mein lieber Freund, sagt, du musst bezahlen. Und dann der gleich seine Hose scheißen, sein Handy rausholen, Polizei anrufen. Und ich stehe dann nur auf meine Zigarre und warte, dass die kommen. Die kennen das schon. Ganz genau. Was kostet Nee, der? Herr Suko, wegen Gewerberechtsschutz, das macht die andere Abteilung. Gehört Ihnen die Firma? Ja. Sind Sie persönlich der Inhaber? Ja. Aber private möchte ich Mhm, auch wie, gerne haben. weil privat und gewerblich, das wird getrennt, wissen Sie. Ja, gut. Privatrechtsschutz, das ist Strafrechtsschutz, Steuerrechtsschutz und so. Da. Privat und gewerblich wird immer getrennt, weil gewerblicher Rechtsschutz, der kostet ein bisschen mehr. Das Beim ist privaten klar. Rechtsschutz kann ich Ihnen mal sagen, hatten Sie schon mal in Deutschland eine Rechtsschutzversicherung? Ja. Privat, Verkehr und so. Nein. Also das wäre dann die erste. Sind Sie auch verheiratet oder alleine? Ich bin alleine. Ist besser bei Business. Bei dem Business besser alleine. Ja, man kann eine Frau haben, aber So. keine richtig feste Frau, sondern Babuschka. Babuschka, wie alt sind Richtig. Sie zurzeit? 28 bin ich zurzeit. Kann sich aber täglich ändern. Okay, also Ja. nee, das wird sich vielleicht nicht ändern. Selbstständig, Jahresumsatz, es ist über 50.000 Euro, bestimmt bei Ja, Inkasso, oder? easy, Bruder, easy. Das ist große Easy, Business. easy über 50. Ich mach mal so, Privat, Verkehr, sind Sie Mieter oder Eigentümer? Eigentümer, oder? Natürlich. Brauchen Sie den Eigentumrechtsschutz, wenn Sie Streit mit den Nachbarn haben oder so? Das werden Sie bestimmt nicht haben. Du bist, einmal kam ein Nachbar, sagt, kannst du bitte Ja? aufhören bei Garten mit Luftgewehr schießen? Ich habe ihn angucken, ich habe ihm meine Visitenkarte gegeben, sagt, geh nach Hause,
guck bei Internet, kommst du wieder, entschuldigst du dich. Der kam wieder, hat Flasche Wodka gebracht. Dann hat er Flasche Wodka gebracht. Seitdem nie wieder Problem mit einigen Nachbarn. Die wissen, wer bin ich. Nee, da. Okay, das werde ich hier dann vermerken. Was haben Sie, ein Haus oder eine Wohnung? Was bewohnen Sie? Ein Haus. Haben Sie das Haus auch versichert, Wohngebäude und Hausrat so? Ja, ja, natürlich, das ist sehr wichtig, weil einmal kam einer, der sagte, ja, kannst du bei meiner Tür stehen, stehe ich bei deiner Tür. Da kam ich mit seinem Auto bei meinem Garten gefahren, dachte, kann mir Angst machen. Arschlöcher gibt das. Nee, das wär... Die wissen einfach nicht, wann Schluss gibt es. Die wissen nicht, was ist gesund für sie. Und dann ist Notwehr und dann hat Dimitri große Freude. Suko, mit CH oder nur mit C geschrieben? Z. Was möchten Sie bitte? Der Familienname, der Schukow. Wird es mit ZH oder nur mit Z geschrieben? ZU. Also ZU. Das werde ich hier dann vermerken, damit wir dann mal den Kunden sehen. Haben Sie auch eine Internetseite von Ihnen? Nicht. Wir sind Mundpropaganda. Wie lautet die Internet? Wir haben Mundpropaganda. Ah, okay, das ist das Beste, was du kannst machen. Kostet nichts und macht Angst. Wieso hast du eine Arbeit, die soll ich für dich machen? Eine Arbeit, vielleicht, weil wir haben da auch viele Kunden, der das schulden. Vielleicht kann ich das an den Chef weiterleiten, dann können wir mal sehen. Warum? Also in ganzem Deutschland machen sie Inkasso, oder? Ja, natürlich. Wir fliegen hin oder fahren hin und dann... Dabei. Nee, warum dann bezahlen die nicht? Nee, das werde ich hier dann vermerken. Sagen Sie mir, so, wie Rechtsschutz, würden Sie die mit oder ohne Selbstbeteiligung machen? Was ist Preisunterschied denn? Und was ist Selbstbeteiligung? Ich sage Ihnen mal gleich. Ja, wir haben jetzt eine Aktion. Selbstbeteiligung ist, wenn Sie mit jemandem über einen Vertrag streiten, vor Gericht gehen, dann müssen Sie 150 Euro geben aus Ihrer Tasche und alles andere zahlt die Versicherung. Okay. Wenn Sie machen zum Beispiel ohne Selbstbeteiligung, ich habe hier eine Aktion im ganzen Jahr von der DEURAG, das ist die Deutsche Rechtsschutz AG, also ein komplettes Paket. Das ist die DEURAG, da haben Sie auch, weil Sie fahren auch viel Auto bestimmt, wegen den Kasso, gehen Sie auch. Sehr viel, ja. Ganz, weil ich weiß, bei meinem Cousin, der ist immer im Auto, jetzt ist er da, jetzt ist er da. Das Auto also ist mein privat. Büro. Ich habe so Kombi, ich habe Schreibtisch hinten, was man vor Ort Papierkram machen kann. Aber TÜV also ich habe hier abnehmen, diese Schweinekunde. Da haben Sie recht. Also 262 Euro im Jahr ohne Selbstbeteiligung. Eine Aktion. Ja, und Miet? Wie meinen Sie? Und was kostet Mietbeteiligung? Also mit 150 Selbstbeteiligung, das wäre so um die 200 Euro. Nee. Advokat 220. Advokat kennen Sie. Ja, dann ist ja schwachsinnig mitzunehmen. Dann nimmt man ohne und dann ist viel also besser. Und was denn Ohne Selbstbeteiligung, das ist für private Sachen. Da haben Sie alles versichert. Privat, Auto, also Verkehr und den Eigentumrechtsschutz. Wenn Sie mit einem Nachbarn oder mit jemandem vor Gericht fliegen wegen irgendetwas, null Selbstbeteiligung, kostenlose Anwaltsberatung, Strafrechtsschutz ist inklusiv dabei. Und Sie haben hier eine freie Rechtsanwaltswahl. Wenn was passiert, Sie rufen die Versicherung an und sagen, ich habe hier... Ganz genau. Ich habe hier in Sylt in Hörnum einen Anwalt. Kann ich den nehmen oder machen Sie einen Anschlag? Oder so, 262 Euro was ist es im Jahr. Anschlag machen? Wo willst du Anschlag machen? Nee, weil wie gesagt, Sie können sich alleine den Vorschlag von der Versicherung nehmen. Ach so. Weil ob Sie den Anwalt bekommen oder Sie wählen, ganz genau. Sie können auch einen Freund nehmen und den zahlt dann die Versicherung. Ja, geil, dann lasse ich meinen Anwalt aus München einfliegen. Geile Scheißdreck. Das können Sie machen, wie gesagt. Sie können überall in Deutschland den Anwalt alleine auswählen, den zahlt die Versicherung. Und die bezahlen dann das alles? Die Versicherung zahlt es und Sie haben keine Selbstbeteiligung. Nur drei Monate hätten Sie hier eine Wartezeit, weil Sie keine Vorversicherung hatten. Ja, das ist geil. Weißt du, dann lade ich mal meinen Kumpel zu Wochenende auf Sylt ein, sag hinterher, der hat mich rechtlich beraten, dann zahlen die seine Reisekosten. Leert, geil. Das nee, wie gesagt, super. ab wann würden Sie den Beginn machen? Ab gestern am besten. Ab gestern am besten? Ja, weil gestern habe ich so ein Wichser in die Schnauze geschlagen, das ist ein bisschen scheiße gelaufen. Nee, das würde ich dann hier vermerken. Sagen Sie mir nur Ihre E-Mail-Adresse. Haben Sie auch eine E-Mail-Adresse? Ja, bigdigdimitri@gmail.com.
Also bigbigdimitri@gmail.com. Bigdickdimitri. Alles klein und zusammen. Alles klein und zusammen. Big Dick klein. Das ist irgendwie Gegensatz, aber egal. Und du willst mir jetzt Angebot schicken? Ganz genau. Würden Sie die Zahlungsart per Rechnung machen oder per Abbuchung? Oh, ich werde persönlich vorbeibringen, weil bin ich so viel bei Deutschland unterwegs. Dann kann man Business vor Ort machen, nee, vielleicht noch auf einen Auftrag einsacken. Ganz genau. Vielleicht können wir dann noch etwas machen. Ich schaue mit meinem Chef, wer ihn da schuldig ist, oder? Was ist denn das Problem mit den Kunden? Warum wollen die nicht bezahlen? Nee, also nicht mit den Kunden, mit den Firmen, mit denen wir zusammenarbeiten. Da gibt es vielleicht Probleme. Da können wir mal sehen. Also da bin ich nicht so gut in den Geschäften. Aber ich weiß, es gibt immer. Ja, im Callcenter-Level, da bescheißt einer ja den anderen. Das ist ja offenkundig. Da kann ich mir vorstellen, das hat hier große Probleme. Die Leute wollen nicht bezahlen, weil Scheißdreck, die wollen das gar nicht haben, was ihr ihnen gesagt habt. Und andere Firma das Gleiche. Immer Probleme. Weißt du, was wäre einfachste Lösung? Ja? Ordentliche Arbeit suchen. Welche? Ordentliche Arbeit suchen. Ganz genau. Siehst du. Warum arbeitest du nicht dann bei deinem Cousin? Ich bin zu klein, ich bin nicht 2 Meter groß wie du. Das ist scheißegal, nimmst du Kalaschnikow, ist egal wie groß. Kalaschnikow und... Nee, ich bin nur 1,70 Meter. Das ist doch scheißegal, ein Kalaschnikow ist 947 mm lang, das ist nicht mal 1 Meter. Du kannst es tragen. Kann ich tragen. Ja, sonst kriegst du Makarov, kleine Pistolette. Oder ich kaufe, ja, die kenne ich. Ich gehe mit dir, weißt du, was wir machen? Ich komme bei dir. Wo ist euer Callcenter? Ich bin in Frankfurt, Wiesbaden. Wein oder? Was? Frankfurt, Main oder? Nee, Wiesbaden. Du hast Frankfurt gesagt. Ganz genau, aber ja. Wiesbaden, Ortsteil Wiesbaden. Frankfurt am Main oder Frankfurt an der Oder? Ist einfache Frage. Frankfurt am Main. Siehst du. Dann werde ich bei dir kommen, dann nehme ich dich an den Hand, wir gehen bei einem Autoladen und ich werde dir Kindertaschenmesser kaufen. Und dann kannst du bei deinem Cousin gehen. Nee, das werde ich dann hier. Wann kommen Sie nach Frankfurt? Ich habe einen Termin bei 2 Wochen. Und dann kaufe ich dir kleine Taschenmesser, da kannst du dich sicher fühlen und dann kannst du bei Auftrag mitkommen. Nee, dann können wir uns mal hören in 2 Wochen. Die Nummer haben Sie und dann können wir telefonieren. Also zu weit sind Sie auch nicht. Was bin ich? Also Sie sind auch nicht so weit. Also Dänemark ist Ihnen ein bisschen näher, aber Sie sind nicht so weit. Das ist richtig. Und dann können wir schön bei Rotlicht gehen, haben wir geile Abend, weil ich kenne nicht so viele Leute bei Frankfurt. Und dann können wir mal gucken, was du kleiner Mann kannst mir Schönes erzählen von dir Leben. Nee, werde ich hier dann vermerken. Herr Sukow, ich sende Ihnen dann auf die Big Big E-Mail ein paar Angebote und dann können wir nochmal telefonieren. Soll ich dann zurückrufen, wenn da ist was dabei? Das gefällt mir. Also, Sie können sich bei uns melden, die Nummer ist kostenlos. Und dann können wir nochmal telefonieren oder wie Sie möchten im Internet. Wir haben auch die Internetseite und so. Weil, wie ich sehen kann, Sie waren hier bei den Gewinnspielen. Was haben Sie da alles angekreuzt, das Sie da brauchen, um Gottes Willen? Ja, wie gesagt, wir waren mega betrunken, obwohl wir gerade von Telefonnummer reden. Warum kannst du eigentlich, wenn ich bei euch zurückrufe, heißt es, die Nummer ist nicht vergeben? Nee, die Nummer ist schon vergeben, also bei uns schon. Ja, auf Display von Voice over IP, aber man kann nicht zurückrufen. Nee, also rufen Sie die Nummer, ich gebe Ihnen gleich die Telefonnummer, dann können Sie zurückrufen, dann werden Sie mich erreichen. Aber warum kann man deine angezeigte Nummer nicht anrufen? Das ist doch nicht in Ordnung. Da brauchst du auch Rechtsschutz, weil das ist illegal. Das ist nicht illegal, was ich mache. Das ist bei mir alles legal. Natürlich. Genauso legal wie mein Inkasso. Ganz genau. In Deutschland ist alles legal, wenn man klug ist. Ja, du weißt schon. Du weißt, wie das läuft. Wie viele Leute arbeiten bei eure legale Callcenter? Bei unserem legale Callcenter. Ja, wie also viele? Bei mir sind 25 Stück. 25? Und ganz genau. Und in den letzten 10 Jahren war ich nur 2-mal vor Gericht. Nur 2-mal, aber auch wegen Callcenter? Nee, das war nicht wegen Callcenter so, sondern die Leute haben die Versicherung betrogen. Ah, okay. Und dann bei Wohngebäude. Musstest du Zeuge machen oder Angeklagten?
Nee, ich war der Vermittler. Und warum musst du dann bei Gericht kommen, wenn ein anderer den Versicherung bescheißen? Nee, er hat die Versicherung beschissen und hat gesagt, ich habe ihm das verkauft. Und das war sein Wille. Er wollte die Versicherung. Und zum Glück haben wir heute... Ja, erzähl nochmal. Zum Glück haben wir heute Voice Recording und der Kunde hat bestätigt, dass er auf seinen Wunsch die Versicherung will. Ja, nimmst du mich auch gerade auf? Nee, also nicht. Jedes Gespräch in Deutschland wird aufgenommen von Angela Merkel, nicht von mir. Von Angela Merkel, aber deine Firma nimmt nicht auf. Nee, die Firma nicht. Wenn sie einen Vertrag machen, anrufen, alle Daten durchgeben, das ist wegen ihrer Sicherheit. Ja, das sagen damit ihn keiner auch später 300 Euro abbucht, sondern 20, 50 oder 100, für was sie sich entscheiden. Ja komm, ich kenne das doch. Das ist doch nicht für Sicherheit, das ist, damit du das Recht sicher hast, dass der Vertrag mit euch abschließen. Und egal, was du vorher erzählt ganz hast, genau. Du ratterst und dann, das ist auch dann einmal schnell 10 Sekunden alles wiederholen, ein paar Sachen anders sagen, der sagt, ja, hast du Vertrag. So geht das doch, ich kenne das. Ganz genau, so geht das. Und das ist wegen meiner Sicherheit und wegen deiner auch. Ja, ich bin meine eigene Sicherheit. Aber du hast gerade gesagt, du kannst sehen, was habe ich bei Gewinnspiel alles angekreuzt. Kriegst du dann so E-Mail, sagst, da steht drinnen, Dimitri hat sich angetragen, das möchte er haben. Oder wie sieht das aus? Also bei mir steht, da haben sie bei Gewinnspiel mitgemacht für das Gutschein. 500 Euro Gutschein. Boah, welche Gutschein? Da waren denn so viele. Rewe, DM, Drogerie, Zalando, Amazon, DM-Karte und so. Tu mir mal eine Gefahr, kannst du mir ein Bild davon bei E-Mail schicken? Kann ich machen. Also ich habe das nicht, was sie gemacht haben, ausgefüllt, aber ich kann Ihnen bei welcher Seite sie gegangen sind und so machen. Ne, kannst du mir einfach mach mal, bist du bei Computer, richtig? Ganz genau, ich bin jetzt beim Computer. Ja, gehst du bei Tastatur, machst du das Bild auf, gehst du einmal auf Drucken, oben den Taste bei Tastatur, machst du Paint auf, den Zeichnenprogramm, gehst du oben auf Bearbeiten und Einfügen, dann speicherst du die Bild und schickst du bei Big Dick Dimitri. Die bekommen sie, was sie alles und wo bei mir gemacht haben. Und die anderen weiß ich nicht, was sie da bei Porno mitgemacht haben. Ja, Seiten und so, was sie eingetragen. Porno haben wir genug. Ich will nur, dass du mir die Meldung, dass ich beim Gewinnspiel, das möchte ich gerne mal live sehen, wie sowas aussieht. Ich möchte auch mal verstehen, wie die legale Callcenter arbeiten. Ganz genau. Hier steht Heimstraße, haben sie auch eingetragen, 67, ja, Hörn und Sylt und alles. Das habe ich noch hinbekommen. Ganz genau. Nee, Herr Sukow, ich mache mich dann auf die Arbeit, damit ich Ihnen das zusende. Ja. Ihnen wünsche ich noch einen schönen Arbeitstag und vielleicht sehen wir uns. Ja, wir werden uns bestimmt sehen. Da bin ich ganz sicher. Wo ist eure Adresse? Okay, kein Problem. Was haben Sie gesagt? Wo ist eure Adresse? Unsere Adresse? Da. Komoranweg 10. Komoran wie der Vogel? Ganz genau, wieder Komoran. Krass. Und dann 10. Ist euer Maskottchen ein Komoran? Was haben Sie gesagt? Weil die Leitung ist ein bisschen schlecht. Ist euer Maskottchen ein Komoran? Nee, das ist nicht unsere Maskotte. Wir haben mehrere Firmen. Wir sind Vermittler von über 40 Versicherungen. Wie heißt eure Firma noch? Wie das Geld. Ja. Geld und dann .de. .de. Krass. Ganz krass. Genau, danke. Und jetzt wie ist dein richtiger Name, nicht deine Callcenter-Name, richtiger Name? Mein Name ist wie Callcenter-Name. Ich habe keinen Doppelnamen. Ich bin kein Sänger. Erzähl mir nichts. Sag mir den richtigen Namen. Komm, ich kenne das doch. Neubert. Blöd, erzähl mir Neubert. Nichts. Neubert, ja komm. Und jetzt die richtige, Donald Duck. Sag mir noch einen lustigen Namen und dann deine richtige. Neubert Ralf. Ja, ist das so? So hast ist du mein Name. Ralf? Ich, Ralf mit wieder Ralf Schubacher. Ja, glaube ich dir nicht. Rückst du Big Dick Dimitri an? Ja, ich soll sie anlügen. Ja, nee, niemals im Leben. Big Dick Dimitri, wir reden jetzt über Telefon, wir sehen uns nicht. Ich höre bei deiner Stimme, ich bin Psychologik. Ja, ich habe auch studiert viel. Ich kenne auch gut Leute. Nee, wenn du studiert hättest, würdest du nicht bei illegalen Callcenter sitzen. Das ist nicht illegal. Mein Lohn wird bezahlt,
Ich zahle Steuer im Land und alles. Da müssen Sie sich keine Sorgen machen. Das ist alles machbar. Wie hast du vorhin gesagt, man muss nur schlau sein. Und man muss ehrlich sagen... Man muss so schlau sein. So große Dreckschweine wie den sind, die wissen, wie sie das machen. Das muss man sagen. Sind schlaue Arschlöcher. Nee, also... Richtig? Also jetzt gehen wir ein bisschen zu weit. Aber warum denn? Ich weiß doch, ich weiß doch genau, wie das ablaufen. Ja, wenn Sie es ablaufen, warum machen Sie dann bei Gewinnspiel mit? Weil ich betrunken war, blöd. Ja, Sie waren betrunken. Ich war sowas von besoffen. Also als Inkasso-Mann braucht man keine Gewinnspiele, das bekommt man im Leben dann. Das alleine. Das ganze Leben ist ein Gewinnspiel. Und ich habe Spaß daran, ja, an solche Sachen. Und meine 170 Abos auch, die wollen auch Spaß haben. Wer? Meine 170 Babos. Aha. Was haben Sie da? Brauchen Sie da eine Tierhalterpflicht? Tierhalterpflicht? Ganz genau. Ja, wollen wir nicht haben. Wollen wir nicht haben. Interessieren Sie sich für Tierhaltung? Die habe ich auch im Angebot. Was hast du? Hast du Haftpflichtversicherung für Ziegen? Für Ziegen, ja. Das macht mein Freund, der Herr Müller. Was macht er? Das macht der Herr Müller in der anderen Abteilung, die Tiere. Kannst Ziegen du, und so. Kannst du da gleich mal, ich habe einen Kumpel, der braucht das, der kann nicht, ja, ziehen. Kannst du den gleich, wenn wir fertig sind, einmal verbinden? Sag mir die Nummer von dem Kumpel. Du kannst bei gleicher Nummer wieder anrufen, dann gebe ich weiter. Okay, und ich soll ihn fragen, ob er eine Ziege braucht. Nein, ob die Ziege versichern kann. Tierhaftpflichtversicherung. Okay. Mach dir das. Okay, das ist unter die gleiche Nummer. 494 am Ende. Ja, und dann soll er nach Rakesh fragen. Das ist Inder. Also Rakesh. Rakesh. Mach dir sowas mit Ziegen. Ziegen macht die andere Abteilung, aber das kann ich weitergeben, ja, damit ja, sich der aber, Müller meldet. Ich nicht. Das wird gemacht bei euch. Das wird gemacht. Alles kann man versichern. Geil. Kannst du meinen Kalaschnikow versichern? Kalaschnikow, wenn es legal ist, kann man versichern. Gegen Ladehemmung versichern. Und wenn jedes Mal, wenn Ladehemmung, kriege ich 200 Euro. Das kann ich nochmal sehen. Oder kannst du, lass mich mal überlegen, kannst du ein Meerschweinchen versichern? Nee, Meerschweinchen nicht. Aber den Ziegen. Also billig. Gib mir deinen Kumpel. Ich will jetzt wieder den Ziege fragen. Der ist in der anderen Abteilung, der sitzt nicht neben mir. Oh, okay. Ich kann nur die Nummer weitergeben. Ja, gibst du dem die Nummer und dann kann ich bei Rakesh geben und dann können die reden. Okay, das werde ich hier dann vermerken. Herr Suko, ich bedanke mich an den netten Gespräch, hat mich ein bisschen gefreut. Ja, die ganze Insider-Info, ein bisschen Gold wert, geile Scheiße. Nee, werde ich hier vermerken, wegen der Ziege bei den Rakesh. Ja, soll er einmal bitte bald anrufen, weil wir müssen bald zu Einsatz fahren. Zu Einsatz fahren? Da. Okay, Herr Suko, danke dann nochmal an den netten Gespräch und viel Glück mit Ihren Inkasso. Guck mal, und wenn ich Probleme habe, ich rufe Sie an. Guck mal, gerade jetzt, wie du schon gesprochen hast, hört man, dass du nicht Ralf heißt und wahrscheinlich auch nicht andere deutsche Namen hast. Sag mir die Wahrheit zu Ende. Sag mir einfach. Also die Wahrheit. Die sag mir. Dabei. Neubert Ralf. Ja, und dann sprichst du wie ein Ahmed oder was? Ahmed? Nee, Ahmed bin ich nicht. Ja, Ahmed ist in Afghanistan. Nee, der ist auch hier und sitzt bei Telefon und versucht mir zu erzählen, dass er Ralf heißt. Komm, sag mir deinen richtigen Namen. Man hört doch, dass du kein Deutscher bist. Nee, ich rede mit jedem so. Ach so. Deutscher bin ich nicht. Deutscher bin ich nicht, um Gottes Willen. Was bist ich bin du Mischling. Denn? Ja, von was denn? Ich bin gemischt. Ja, wovon denn? Sag mal. Ich? Ja. Halb Deutsch. Ja, und was noch? Halb Pole. Halb Pole? Halb Pole. Ah, super. Ja. Kannst du mir polnische Schimpfwörter sagen? Schimpfwörter? Ja, weil ich habe polnische Kollegen, dann kann man immer verarschen. Nee, das darf ich nicht in Deutschland sagen. Per Telefon nicht. Dann können Sie sagen, ich habe Sie geschimpft. Nein, du nimmst die Gespräche sowieso auf. Ich habe dich aufgefordert dazu, dass du mir Unterricht machst. Nee, ich...
Das Gespräch wurde nicht aufgenommen von meiner Seite. Kannst du bei E-Mail Weil das war ein ganz nettes Gespräch. Kannst du ein paar polnische Schimpfwörter bei E-Mail reinschreiben? Das darf ich nicht machen. Okay. Ist nur eine Geschäfts-E-Mail. Das ist doch egal, die können doch kein Polnisch lesen. Oder ist dein Chef auch ein Polnisch? Nee, ist nicht, um Gottes Willen. Ich kann ihn nur, wie gesagt, was um das Geschäft geht, das können sie auch bekommen. Business. Vielleicht, wenn wir uns Mund auf Mund sehen, dann kann ich Ihnen das sagen. Mund auf Mund? Alter, ich bin nicht schwul. Was ist dein scheiß Problem? Das ist kein scheiß Problem. Von Mund zu Mund. Alter, machst du mich an oder was? Nee, das ist beste Marketing. Beste Marketing, Bruderkuss oder was? Herr Sukow, ich glaube, wenn ich du muss jetzt weiterarbeiten. Sagst, brauchst du auch eine Rechtsschutzversicherung. Gibst du die Nummer weiter? Wer, ich? Nee. Die Nummer, ja, wegen den Ziegen werde ich die weitergeben. Super, ich danke dir. Tschüssi. Alles Gute noch.